Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir spielen Quentin und zwar ohne Perks. Das heißt, wir versuchen die Naked Challenge. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Wir haben auf jeden Fall eine Mikaela dabei. Ich hoffe, sie hat das Heilungsding. Ich habe ihn atmen hören. Da war es aber schon zu spät. Habt ihr übrigens gesehen, er hat mich gestalkt und ich konnte durch ihn durchlaufen. Wenn ihr also das Gefühl habt, Micha hat euch eingekesselt und stalkt euch die ganze Zeit. Ihr könnt, wenn er stalkt, einfach durch ihn durchlaufen. War dort oben ein Medikit drin? Ich hab nicht mehr drauf geachtet. Vielleicht hat Mikaela aber auch gar nicht ihr Segen-Dings dabei. Aber die Hoffnung ist immer da, wenn wir eine Mikaela dabei haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Micha vorne jetzt am Haus die drei Generatoren beschützt. Weil er ist mir ja nicht hinterhergekommen. Ist es vorne der? Das ist gut. Dann ist der nämlich weg. Dann gehe ich gleich mal gucken. Oh, hi. Ob im Feld ein Gem ist. Bis dann. Mac, weißt du, der Gen. Oh. Mac, mach den Gen fertig. Er ist gleich auf drei, Leute. Ich bin gleich RIP. Oh, er hat was dabei, dass die Gens explodieren. So, wenn das jetzt ein für immer Stufe 3 Meyers ist, dann wird's schwer. Er geht hoch ins Haus. Ja, er ist auf drei da oben. Eigentlich gerade Quatsch, weil er ist. Okay. Heißt du nicht zuerst. Auch gut. Wir sind gerade eh One-Hit. Aber dann sind wir wenigstens nicht mal laut, wenn wir geheilt sind. Ja, sie hat eiserner Wille, deswegen ist es nicht so tragisch. Oben am Haus wurde gerade gejagt. Ah, okay. Oh, kein für immer auf Stufe 3, Michael. Ist es clever, den Gen zu machen? Ja, dann gehe ich auch anders hin. Im Feld ist doch auch meistens einer. Heute nicht. Da. Müssen die ja ein bisschen verteilen. Dann ist vielleicht gut, wenn die Mac den dort hinten macht. Wo ist die Treppe? Thank you.
Hat der Tüftler? Jetzt hier erstmal durch, dann ist der Jen weg. Es wurde gerettet. Sehr gut. Hui, jetzt bin ich aber erschrocken. Er geht Richtung Haken. Ich bin sowas von raus, Leute. Das ist mir jetzt egal. Wo war ein anderer Ausgang? War der nicht auch hier hinten? Wisst ihr was? Ich habe gerade gesagt, ich bin sowas von raus, aber ich... Ich bin raus. Ich werde hier nicht noch drauf gehen. Sorry, aber ich... Nee. Bitte Hass in die Kommentare. Ich weiß, ich hätte durchaus noch helfen können. I know. Ich habe aber keine Lust, jetzt noch drauf zu gehen. Ja, ich hab's geschafft. Naked Challenge mit Quentin ist erledigt. Wupp, wupp. Danke fürs Zuschauen. Wie immer. Und wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Bye, bye.